Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Darmgeschichten und ja, intuitives Malen ist so das heutige Thema, dem ich mich gerne widmen möchte. Und also ich persönlich kenne kaum eine hochsensible Persönlichkeit, die nicht wirklich irgendwann, dann und wann Schwierigkeiten mit ihrem Darm hätte, hat. Oder hat, ne? Das gilt für mich persönlich auch und deswegen erfährst du im heutigen Video so meine persönlichen Erfahrungen mit Darm und wie ich auch über das intuitive, heilsame Malen ein Stück weit in Kontakt treten kann mit diesem wundervollen Organ, was uns doch teilweise so viele in Anführungsstrichen Probleme macht. Und das Ganze ist auf Papier. Also die Idee kam mir irgendwann, als ich an der Wand malte, und habe das aber jetzt für dieses Video auf Papier umgesetzt. Es ist ein dickes Aquarellpapier und von den Farben her jetzt im Augenblick noch sind es Acrylfarben und das Ganze, ja, um auch wirklich so ein Gefühl für ein inneres Organ zu bekommen, brauche ich natürlich auch oder ist für mich persönlich so eine gewisse Leichtigkeit wichtig. Also meine Empfehlung ist, beginne mit einer schönen Meditationsmusik. Also ich habe meinem Darm oder ich spiele meinem Darm regelmäßig Deuter vor. Und ich hatte so ein Gefühl, das bekommt ihm oder ihr. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Wenn ich mit einem inneren Organ in Kontakt treten möchte, dann gebe ich diesem Organ einfach auch mal einen Namen. Das ist leichter, ja? Also meine Schilddrüse ist zum Beispiel Kathi. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet drum. Entschuldigung, also die Schilddrüse heißt Kathi bei mir und den Darm fiel mir spontan einfach nur der Name ein, Dicke Bertha. Ja, weil die Dicke Bertha echt im Augenblick ja ziemlich ja dick ist. Total aufgebläht, ne? Und sie leidet. Ja, also die dicke Bertha ist einfach auch ein Stück weit genervt von meiner Ernährung, ja, von diesen ganzen Fehlerchen, die ich da so praktiziere. Das sieht man ja hier auch, ne? Es ist ja ein völligstes Chaos im Darm, ne? Und die dicke Bertha versucht so gesehen die ganze Zeit schon mir so kleine Tipps zu geben oder nicht Tipps, ja doch, auch Tipps. Beziehungsweise, wenn man, also man's, wenn man, wenn ich nicht hungrig durch einen Lebensmittelladen gehe, ne, dann verspüre ich schon immer wieder so Hinweise, was der Körper benötigt, was ihm gerade gut tut. Nur im Alltag passiert es natürlich auch mir häufig, dass ich einfach nicht drauf höre, ne? Oder nicht gewillt bin, darauf zu hören. Und von der Farbe her hatte ich irgendwie das Gefühl, es muss rot sein, ne? Das passt ja auch zum Chakra. Also der Darm ist ja dem Basischakra zugeordnet. Und das Basischakra ist ja das unterste Chakra und hat ja auch die Farbe Rot. Also von daher passt es und man sieht es hier auch. Ich hatte so ein Gefühl, intuitives Gefühl, es muss rot, es muss in Rot gehalten werden. Und das ist jetzt eine Lasur, Tuschelasur, wo ich nochmal rot
das ganze Bild überpinsle. Ja, und wie die meisten von uns Hochsensiblen erging es auch mir so, dass ich natürlich in den letzten 10, 15 Jahren eine Odyssee durch die Ärztekammer hatte, ne? Und irgendwie so richtig helfen konnten sie mir leider nicht. Ja, und jetzt hat hier bei dem Bild jetzt, deswegen habe ich auch irgendwann begonnen, die Ernährung bzw. meine Heilung, meine Genesung von Darmerkrankungen, Darmgeschichten selber in die Hand zu nehmen. Und der erste Schritt oder ein weiterer Schritt ist, also natürlich erstmal dem ganzen Darm einen liebevollen Namen zu geben. Ja, nimm dir Zeit jeden Tag für deinen Darm. Und bitte vielleicht auch darum, dass du seine liebevollen Hinweise auch hörst. Das geht gut über Meditation und natürlich über lange Wanderungen in der Natur. Ja, ich habe begonnen, die Verantwortung für meine Genesung zu übernehmen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, ein wichtiger Schritt. Bei meiner Suchterkrankung habe ich es ja auch eben gemacht, dass ich die Verantwortung für meine Genesung übernommen habe. Und das Gleiche gilt natürlich auch für sämtliche andere Erkrankungen. Also was natürlich nicht bedeutet, dass ich keinen Arzt aufsuche, sondern eher, dass man versucht, zusammen mit dem Arzt eine gute Lösung zu finden. Ja, was natürlich auch zur Folge hatte, dass ich mich erstmal wirklich informierte über Darm. Wie funktioniert ein Darm? Was passiert da eigentlich im Darm? Na, das sind ja Sachen oder Dinge, die man ja jetzt, wenn man nicht wirklich drauf guckt, die man überhaupt nicht weiß, ne? Ja, jetzt hier im kreativen Prozess, im heilsamen Malen, befinde ich mich gerade beim Schutz, bei Barrieren. Weil mir war natürlich schon während des Malens, habe ich mir schon überlegt, ja, wie schütze ich mich denn überhaupt? Wie kann ich oder wie helfe ich der dicken Bertha am besten? Ja. Wie baue ich einen Schutz auf? Wie optimiere ich meine Ernährung? Das sind Fragen, die mich wirklich umtrieben. Und natürlich, wie die meisten hochsensiblen Persönlichkeiten, habe ich viel ausprobiert von der Ernährung, von der Optimierung. Glutenfrei, zuckerfrei, beides, vegan, vegetarisch und. Das ist ja eine Odyssee von der Ernährung her, die mich ja doch jetzt seit fast 15 Jahren begleitet. Es gibt nicht die, als Fazit, nur die eine Ernährung, ja, sondern ich würde eher empfehlen, achte auf die Signale deines Körpers. Nimm Kontakt auf mit den inneren Organen und nimm dir genügend Zeit beim Einkaufen, beim Essen. Ich habe mir angewöhnt, mein Essen immer mitzunehmen, damit mir das nicht passiert, dass ich unterwegs irgendwohin lange, was mir einfach nicht gut tut. Ja, also ich bin gespannt auf die Rückmeldungen. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, schreib mir es gerne in den Kommentar. Und ich wünsche dir jetzt wirklich viel, viel Erfolg bei deiner persönlichen Umsetzung von heilsamen Malen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder sehen und hören. Also, tschüss!